Radio for you. DFB-Pokal, die erste Hauptrunde. Der SV Sandhausen ist unterwegs bei Arminia Bielefeld. Ich darf Sie zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag um 16 Uhr bei Arminia Bielefeld recht herzlich hier im Pressraum des SV Sandhausen begrüßen. Die erste Pokalrunde steht bevor mit 32 Spielen, die auf einige Tage verteilt sind. Sandhausen muss beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld antreten. Die Resonanz auf beiden Seiten ist nicht allzu groß. Von Sandhausen werden 100, 150 Leute in Bielefeld sein, nach einer Hochrechnung. Und nach Rücksprache mit Bielefeld ist im Moment die Stimmung in Bielefeld auch alles andere als rosig. Nach Abstieg, nach den verlorenen Begegnungen und im August haben sie insgesamt 4 Heimspiele außer Pokal. Also Pokal ist 5. Heimspiel, sodass Bielefeld selbst auch nicht mit einer allzu großen, riesigen Resonanz rechnet. Also ungefähr. Schlecht zu sagen, nein, wollen das also nichts sagen, aber im Moment ist es so, dass also die Resonanz nicht allzu groß ist. Bitte? Keine Ahnung. Das, was ich jetzt sagen würde, wäre Spekulation. Und da möchte ich mich nicht beteiligen. So viel zum Drumherum des Spieles in Öfteralm in Bielefeld und alles Weitere durch unseren Cheftrainer. Ja, auch von mir herzliches Willkommen. Wir freuen uns auf ein schönes Spiel auf der Alm, aber auch ein sehr schwieriges Spiel. Die Mannschaft musste leider durch die Relegation absteigen, hat sich jetzt nicht gravierend verändert. Sie wollen auch gleich wieder in das Unterhaus aufsteigen. Deswegen haben sie sich auch eine Mannschaft zusammengestellt, die eigentlich keine typische Drittligamannschaft ist. Sie haben sich eine Qualität und Erfahrung reingeholt. Wenn man die Namen liest, wie Florian Dick von Kaiserslautern, wie Per Kluge von Hertha BSC, Börner, Brinkmann beide von Cottbus und Hemlein von Nimwegen, der aus Stuttgart ausgebildet wurde, dann zeigt ja schon, dass es keine typische Drittligamannschaft ist, sondern dass sie mit Sicherheit auch schnell wieder dahin wollen, wo sie hergekommen sind, in die zweite Liga. Dass alles nicht so einfach ist und keine Selbstläufer hat jetzt Bielefeld erstmal erfahren müssen in beiden Heimspielen mit 1:5 gegen Halle und 1:2 im Derby. Vor 16.000 gegen den VfL Osnabrück ist man natürlich nicht so gut reingekommen in die Liga, aber das ist sehr, sehr gefährlich. Und der Herr Brück hat es vorher gesagt, ja, 3 Euro ins Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Auch da muss man sich erstmal durchstrampeln und für mich gibt es in diesem Begegnung auch keinen Favoriten, weil es für uns ein schwieriges Los, wir wissen die schwierige Aufgabe, aber wir wissen auch, wie schön Pokal sein kann. Man muss das in den Hinterkopf reinhauen. Dann muss man schon sehen, wie wir die Begegnung gegen Nürnberg hier bestritten haben. Dann die zweite Halbzeit in Wiedenbrück mit einer Euphorie. Dann nach Frankfurt gefahren sind, ein 0-2 aufgeholt in ein 2-2. Also ist ein Pokal schon eine schöne Sache. Und da gibt es auch nebenher für den Verein ein bisschen Geld zu verdienen. Das kommt dazu. Deswegen wollen wir natürlich auch nach Bielefeld fahren, um uns diese positiven Dinge wieder für die Mannschaft zu untermauern. Und natürlich auch natürlich um das Wissen, dass es für den Verein auch nicht unwichtig ist, finanziell. Ausfallen werden weiterhin Niki Adler mit Adduktorenproblemen, Jovanovic Kreuzband, Kevin Kratz hat jetzt eine OP, ist vorgestern operiert worden, im Sprunggelenk, dem wurde freie Gelenkkörper, die da rum waren, gesäubert, OP gut verlaufen, Simon Tüting Muskelfaserriss und Zillner Entzündung in der Fußsohle werden nicht zur Verfügung stehen. Können Sie sagen, etwa wie lange die hier ausfallen werden? Die alle? Ja, gut, Jovanovic weiß man ja, Adler. Ich hoffe, also Adler, dass er nächste Woche vielleicht ins Training einsteigen kann, Montag. Bei Zillner eventuell auch. Da muss man mal schauen, ist es besser geworden. Tüting ist noch Fragezeichen, unbestimmt. 3 Wochen, ja, 2 Wochen. Will ich auch nicht sagen, also ich sag mal unbestimmt und Kevin Kratz, wie gesagt, vorgestern operiert worden,
muss mal gucken, ist arthroskopisch gemacht worden, wie alles reagiert. Dann kann man erst einmal nach einer Woche vielleicht eine Prognose stellen, wie die Wundheilung ist, beziehungsweise wie sein Fuß fühlt. Was ich noch vergessen habe, Andrew Wooden hat einen Pferdekuss am Knie abbekommen im Spiel, hat erstmal 3 Tage kürzer getreten und hat heute das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. Ich mache jetzt die eigentliche Sätze vom Pokal anzugehen. Bewegen Sie Änderungen in der Mannschaft, vielleicht unter dem Aspekt, den einen oder anderen Anführungsstrichen zu schonen, oder sagen Sie, wir stellen die bestmögliche Mannschaft? Also so arrogant sind wir nicht, um auf die Alpen zu fahren und sagen, wir wollen Leute schonen, ne? Sondern wir wollen weiterkommen und wollen wir so auftreten wie eine Meisterschaft spielen. Kann man davon ausgehen, dass nach dem Einrücken vom Sonntag Bieler den Vorzug erhält gegenüber Uwe? Ja, dass der Alex Bieler ein Traumtor geschossen hat und einen Punkt beschert hat, ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt, trotz der vielen Ausfälle können wir noch von der Bank was nachlegen und das ist sehr positiv für mich als Trainer, aber auch für die Spieler. Und ich weiß noch nicht, ob wir dann mit einer Spitze spielen oder wie in Darmstadt oder ob wir weiterhin mit zwei auflaufen, das halte ich noch ein bisschen offen. Radio for you.